Der Reitsport verbindet die beiden liebsten Dinge von Jolie Marie Kühner. Bewegung an der frischen Luft und natürlich Pferde. Bereits mit 4 Jahren ist sie zum ersten Mal geritten. Seitdem kann sie sich ein Leben ohne die Tiere nicht mehr vorstellen. Ja, mit Pferden, da ist der Sieg einem nie oder der Erfolg nie versprochen, weil das Pferd immer mitmachen muss. Und das ist halt eine Freundschaft, die man mit vielen anderen Sportarten nicht hat. Und das macht den Reitsport auch so besonders, finde ich, dass man mit einem anderen Tier kooperieren muss, damit man erfolgreich sein kann und Spaß mit ihm haben kann. Seit sie 5 Jahre alt war, trainiert Jolie Marie mit Martin Schäufler. Deshalb weiß er besser als jeder andere, was Jolie als Reitsportlerin ausmacht. Ich glaube, ihre größte Stärke ist wirklich, dass sie sich richtig, richtig konzentrieren kann, wenn es um die Wurst geht, wo manche andere vielleicht Schwächen zeigen, kann sie sich nochmal richtig konzentrieren und also sie kann mit Druck, glaube ich, sehr, sehr gut umgehen. Das kann man nicht lernen, das hat man, glaube ich, ein Stück weit. Und das ist schon, glaube ich, eine ihrer größten Stärken. Außerdem ist Jolie Marie sehr fleißig. Das Zusammenspiel aus Training, Talent und der Verbindung zu den Tieren hat schon zu vielen Titeln geführt. Meine größten Erfolge bisher waren das Bundesnachwuchschampionat 2021 und 2022 mit Del Piero. Und außerdem war ich letztes Jahr noch in Lamprechtshausen Doppel-Null im Nationenpreis. War ich dieses Jahr Doppel-Null in Golla Minore mit Pferd und Pony. Und auch die Bayerische konnte ich dieses Jahr mit Del Piero 2 gewinnen. Jolie Marie wird bei ihrem Sport von Sponsoren unterstützt. Die Pferde gehören nicht Jolie selbst, sondern werden gemietet oder zur Verfügung gestellt. Doch das ist weder der Reiterin noch den Tieren anzumerken.